Yo Leute, der Bike kehrt zurück zu einer weiteren Runde Fortnite Battle Royale Solo Action. Und ja, schauen wir mal, was wir in dieser Runde, was uns da in dieser Runde so erwartet. Und wie immer, ich suche mir jetzt wieder mal was aus hier und sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Retail Rollist, willst du diesmal wieder werden? Es ist mindestens einer bei uns hier vorne links. Und ja, wir spielen die Runde mit schon dem neuesten Patch, wo es auch schon die Sprengfalle gibt. Da schauen wir mal, wie die sich bewährt hier. Und eine Falle, ja, wir brauchen auch für die neue Queste, ja, brauchen wir einen Fallenkill. Als Info, hier oben ist noch die Kiste. So, jetzt wird erstmal wieder natürlich Power gelootet, wie immer. Und dann gehen wir auf die Jagd, nur Scheiße, wie immer, auch. Okay. Der Kreis ist auch okay, solid. So. Ist nix. Revolver kannst du behalten. Ah, eine Falle, sehr schön. Die werden wir auch gleich mal direkt einsetzen. Sehr gut. Komm her, jetzt haben wir gleich mal... Oh, Kiste. Oh, noch eine Falle, ey. Der will uns die Fallenquest direkt erledigen lassen. Aber mal gucken gleich, wo wir die hinsetzen. Hier bei Retail wird es nicht so gut sein. Hm, hier oben, jawohl, die Kiste. Ska? Nein, leider wieder nur Scheiße. Gefühlt ist der Loot doch irgendwie schwächer geworden. Oder wurde er, glaube ich, sogar auch, also... Nächste Kiste hier bei uns. Also ich brauche gerade volles Leben, bevor ich den challenge. War da einer neben uns? Kleine Säfte. Oh. Not bad. Ich nehme jetzt den großen, egal. Nicht, dass da jetzt welche auf uns kommen. Zutreffen. Sieht man fast gar nicht, so dunkel. Okay, jetzt werden wir den jetzt hier vorne mal schauen, ob wir den antreffen. Ja, war ja oben. Oh, dahin kommt er auch, ja. Dahin kommt er auch. Wie erwartet. Step. Okay. Gut, der hat nämlich direkt. Ist da noch einer? Was hat sich so angehört? Ich hab grad hart erschrocken. Okay, dann ist noch die Kiste. Aber oh, kleine, nice. Obwohl, so viel bringt die jetzt auch nicht. Was mache ich denn jetzt hier? Ja, wir machen so. Ich brauche aber den Platz nämlich. Und das so noch. Upsa. So, das Medikit haben wir auch noch. Ah, hier ist noch eins. Geil. Passt sehr gut. Jetzt kommt noch einer. Oh, hier draußen ist noch was. Medikits 4 sogar.
Scheiße, er hat mir so einen Shot noch gegeben, really. Wow, mit der One-Shot. Gibt mir so ein Brett. What the fuck, Alter. So ein heftiger Headshot. Wäre das vor dem Patch damals, wo die Waffe ein bisschen... Boah, Alter, der mich gefickt damit. Und hier ist die neue Springladung. Alter, hat er mir einen Shot gegeben. What the fuck, ey. Rest in peace Leben, ey. Übelstes Ding, ey. Jawohl. Kann man die Springladung? Jetzt wollen wir, jetzt haben wir sie ja gleich mal. Können wir mal gerade testen. Die kann man werfen, Alter. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Man kann die Springladung werfen. Und da ist er, Alter, ist er raus. Alter, geile Scheiße, ey. Mega! Geil, da drüben ist noch so eine lilane Shotgun. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Stehe ich voll drauf. Oh! Boah, was mache ich jetzt? Ah, nein. Ich will so. Na, ich muss es erstmal liegen lassen. Scheiße! Oder? Ja, was machen wir halt, ne? Wir haben halt den Rocket Launcher mitgenommen, der ist wichtiger. Und die zwei. Ja, ich muss ihn leider liegen lassen. Schade. Aber ich habe zu gute andere Sachen einfach, dass ich die jetzt mal mitnehmen kann. Aber wir werden das schon nochmal richtig testen. In aller Ruhe. Geil, ey. Also kann man theoretisch das auch. Alles sehr gut. Kann man theoretisch das auch irgendwo hinwerfen, wo welche sind. Wow, geiler Kit. Oh. Da kann man auf jeden Fall jetzt mehr machen, ey. Mega, ey. Ah, sorry für die Soundglitch im Hintergrund. Ihr werdet das jetzt bestimmt mal hören. Oh, noch 22 soll... Alter, wieso so nur wenige? Ich laufe jetzt mal los hier mit einer grauen AR. Probieren einfach einzukillen, der eine bessere AR am Schlüssel hat. Oder soll ich nochmal ganz kurz in das Haus huschen hier? Mal schnell gucken. Oh, noch eine Falle. Ja, wie gesagt, ich weiß aber nicht. Ich muss gerade mal gucken, wo ich die. Oh, scheiße, der Kreis kommt. Raus hier. Jetzt haben wir ein kleines Stück zu laufen. Das mit dem Sprengstoff, das feiere ich richtig. Dass man das nicht nur anlegen kann, dass man das werfen kann. Mega. Da kann man richtig geile Action jetzt machen. Wenn du weißt, da ist einer, schmeißt du gerade hin und explodiert. Das ist Hammer. Hammer, Hammer, Hammer ist das. Das feiere ich richtig, bis der Hype ist real, ey. Ja, grüner AR, nice. Kommt gerade richtig. Den Pott, den muss ich liegen lassen. Dann machen wir es wenigstens so. Ich kann sie nicht mitnehmen. Oder? Medikits liegen lassen. Medikits liegen lassen. Geht nicht anders. So, die Kiste lassen wir mal, wie sie ist. Wow, so viel Medics. Drei Medikits gegen zwei Pötte, ja. Was würdet ihr entscheiden? Das würde mich mal interessieren. Ich entscheide mich jetzt mal für die Pötte. Weil die man immer noch mal zwischendrin mal schnell nehmen kann. Ich hoffe, ich denke jetzt einfach mal, das ist die richtige Entscheidung. So. Komm, noch 15 Boys. Wir wollen den Game natürlich wieder gewinnen. Ich bin immer noch mega gehypt vor dem Sprengsatz. Mega, ich würde es so gerne mitnehmen, aber wenn man natürlich so einen anderen Loot hat, wie ich jetzt hier, kann man es einfach nicht. Und dazu kann man mal ganz kurz thematisieren. Mich würde es feiern, wenn man einfach jetzt so langsam mal mehr Slots kriegt, weil es gibt so viele schöne Sachen, die man gerne mitnehmen würde. Und man hat, kann einfach nichts mitnehmen, weil jetzt zwei Slots schon automatisch für AR und Pumpe weg sind. So, dann hat man immer noch mal so ein, zwei Slots, immer viel. Und wenn du dann halt einfach noch so wie ich einen Rocket Launcher findest, kann man einfach nichts mehr machen. Und ich weiß nicht, vielleicht ein Rucksack
auch hinzufügen, wie bei den anderen Games. Ja, mit drei Größen oder so. War da einer? Das wäre zum Beispiel eine Idee. Oder generell mittlerweile jetzt einfach mal einen Slot hinzufügen. Oder was mir auch schon gesagt worden ist, vielleicht einfach extra Slots, zwei für nur Medics, wo man einfach Medic-Slot hat und die andere mit Waffenslots oder so. Ist halt die Frage, ist das gewünscht? Will man das oder... Ja. Ist halt die Frage. Oder ist es halt einfach der Clou, dass man einfach nur 5 Slots hat und halt wirtschaften muss sozusagen, ne? Mit dem, was man hat, so. Also, ne? Ist halt die Frage, ne? So, das Ziel ist klar, wir wollen zu dem Hügel hier oben. Mich wundert, dass ich noch nicht beschossen worden bin, weil ich einfach hier straight durchlaufe. Ist ja anscheinend kein Jux. So, hier will ich auf jeden Fall hoch, weil hier habe ich den Top-Spot. Absolut. Wenn der Kreis einigermaßen mittig bleibt. Alter. Ist drüben da einer? Ich weiß es nicht. Bauen. Okay, wenn diese Falle laufen würde, die ich da gebaut habe. Nein, nein. Ich muss weiter. Das geht nicht anders. Ich muss weiter. WTF. Ich hätte so einen guten Spot da gehabt. Aber hier, der ist auch nicht schlecht. Das Einzige, was nett ist, ist der scheiß Baum. Wenn ich richtig gesehen habe, wurde eine Skybridge gebaut. So, bauen. Gleich wieder ready. Okay. Perfekt. Die Falle ist, wenn der wäre natürlich geil, wenn der einer noch hochlaufen würde, so irgendwo war doch hier irgendeine Skybridge, oder? Hier. Ja, ja. Aber jetzt. Keine Ahnung. Simon to go. Da kommt wirklich einer hoch. Ah, der läuft aber woanders lang. Schade. Ich dachte, der eventuell läuft wirklich auf meine Brücke hoch, aber der ist eine eigene hochgelaufen. Gerade einmal nochmal schnell gucken hier. Weil er wird mich ja von oben dann sehen, ja, genau. Okay, er muss jetzt weiter auch gleich. Nächstes Mal to go. Okay, Rockets gehen auf mich. Den Tod ins Auge gesehen, für kurze Zeit. Man muss halt jetzt auch überlegen, wenn die Leute sich irgendwie hier ranpirschern und einen Sprengsatz hier hochwerfen oder so, der bleibt ja auch haften, da hast du hier ordentlich Probleme, ey. Das verändert das Spiel schon ein bisschen. Weil hinten baut einer ab. Ich weiß halt nicht, ob der Typ von oben noch ist. Weil er hat ja noch ein bisschen Zeit, er muss auch nicht direkt runter. Ah, hier wird auch abgerollt. Okay, hinter mir ist auf jeden Fall einer. Okay, das war eine scheiß Idee. Fuck. War das Bett.
so schlimm. Okay, gut, wir werden auf jeden Fall in Sniping Range. Wir haben auf jeden Fall einen Snapshot bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken. Gut, der oben fällt weg. Der kann es nicht mehr gefährlich werden. Jetzt können wir nur hoffen, dass der Kreis bei uns bleibt. Jawohl, aber auch bei dem anderen hier nebendran. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den Snipe-Shot bekommen haben. Okay, er geht auch auf mich. Jawohl. Weiß der SA schon wieder. Jawohl, da kam noch ein Hit durch. Er springt raus, das ist sehr gut. Okay, da drüben ist der nächste. Wenn er weiterläuft, hole ich mir. Wenn nicht, warte ich erstmal. War da neu. Ah. Oh, einen schönen Headshot hat er bei mir passiert. Okay, bei mir wird gleich einkrachen. Das ist kein Problem, ich kann's noch. Okay, den haben wir richtig zugesetzt. Kommt. Die Rockets werden leider rar. Eine einzige, aber ich habe dem übelst zugesetzt. Wenn der nicht Mass Medics dabei hat. Muss er mal gucken, wie er das macht. Okay, er wird beschossen. Okay, einer ist wieder tot, sehr schön. Noch drei Gegner to go. Noch habe ich einen komfortablen Platz. Hier wird gebaut. Okay, der ist auch im Kreis. Okay. Ja, da würde ich mal behaupten, das ist eine Runde, sagen wir mal, wo nicht nur Anfänger dabei sind, sagen wir es mal so. Okay, hier läuft noch einer hoch. Nur Angst vor dem da drüben ein bisschen. Wo der Kreis bleibt. Boah, genau über mir. Heftig. So, da habe ich den mal kurz weg. Was baut der sich da? Okay, das macht gar keinen Sinn. Eigentlich muss ich es gerade nur ein bisschen aussetzen. Wow. Das war sau close. Boys. What the fuck, Alter. Den Kill musste ich mir noch gönnen. Leider nix. Okay, jetzt hab ich
geballert. Ich mache eine kurze Ballerpause. Da haben wir es geschafft, Boys. Geil, wir haben es geschafft. Der Win ist real, würde ich sagen. Der Hype ist auch real. Auf die neue Sache auf jeden Fall. Wir haben sie ja schon mal ganz kurz in Action gesehen. Natürlich noch nicht im Volleinsatz, weil ich einfach so geilen Stuff hatte. Und, aber ich werde mal gucken, auf jeden Fall in den nächsten Folgen. Seid gespannt, werden wir auch mal richtig die Sprengladung auch mal testen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gehypt und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, macht's gut.